Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities XXL. Was ist hier los? Qualität des Lebensumfeldes. Ja, gut. Von mir aus können wir es auch ein bisschen schöner ringsherum machen. Lebensumfeld. Haben wir denn da schon was Neues? Quadratischer Park. Der war so teuer, ne? 4000. Umweltforschungszentrum. Kostet nur 2000. Packen wir doch mal hier hin. Und das dürfte doch das Umfeld dann. Antiluftverschmutzung. Die sind pleite, warum? Opfer des Überfalls, okay. Da kann ich auch nichts für. So, wir sind bei 23.000, sehr gut. Wie sieht's aus mit neuer Unterhaltung? Hubschrauberlandeplatz, cool. Was witzig ist, denen geht es irgendwie seltsamerweise gut. Indoor-Golf. Indoor-Golf, das könnten wir hier hinbauen. Das müsste hier eigentlich die Qualität nochmal verbessern. Was haben wir da noch? Was ist das denn? Ein Seeboothafen. Okay, ist ein bisschen teuer. Ich frage mich, warum hier immer noch so schlecht ist. Kriegt ihr jetzt einen Heliport dahin? Und ihr kriegt noch echt schlecht. Wir müssen mal Folgendes machen, glaube ich. Auch um das Ganze hier ein bisschen zu entlasten. Muss das hier mal weg. Wir müssen mal hier eine Straße rüber bauen. Können wir nämlich da auch noch was zur Unterhaltung hinbauen, zum Beispiel eine Bowlingbahn. Dann machen wir das hier wieder grün. So, ich hoffe, das ist jetzt zu eurer Zufriedenheit. Darf jetzt noch an grün. Kleine Ecken hier. Gut. Kein Wohnraum für Führungskräfte. Okay, das Geld fließt gerade sehr gut. Wir könnten auch mal mit der Geschwindigkeit ruhig ein bisschen runtergehen. So, was ist hier los? Schwerindustrie findet keine Angestellten. Führungskräfte. Ja. Freistellen, 8% und 2% sind arbeitslos. Und die feinen Herrschaften, wo ich da arbeiten? Führungskräfte. Ja, dann lassen wir noch ein paar nachziehen. Machen wir es hier oben weiter. So, Platz habt ihr jetzt.
Und wir haben freie Stellen auch noch für qualifizierte und ja, Führungskräfte hatten wir alle. Gut, qualifizierte. Ich frage mich, warum die sagen, hier eine medizinische Versorgung wäre nicht gut. Aber wir wollten uns ja eigentlich um die Handelsgeschichten, dass wir hier mal alles glatt haben, eigentlich kümmern. So, Produktion haben wir fertig. Büros und Tourismus. Es wird dann Arbeitsführerkräfte und na gut, den müssen wir leider importieren. Büros. Ja. Büros könnte haben. Ja, wir hatten ja auch das hier noch, ne? Büroproduktion erhöhen. Ja, da waren die Betriebskosten so heftig. Das können wir jetzt nicht machen. Da können wir lieber ein paar Büros bauen. Das passt nicht. So passt das auch nicht. So passt das. Einmal. Zweimal und dann machen wir das. Wir machen einfach so ein paar Büros hier noch hin. Das reicht. Das Ganze mit einer Straße. Oh, die ist ein bisschen groß. Hier haben wir denn da? Ganz normal einspurig, ne? Ja. So, Büros. Büros sollten jetzt auch kommen. Was war noch? Tourismus und Strom mittlerweile 2. Okay. Strom müssen wir uns drum kümmern. Hilft alles nix. Effizienz niedrig. Effizienz niedrig. 5.000, 10.000. Ja, 10.000 Betriebskosten mehr. Das heißt auch wieder weniger Einnahmen. Aber das müssen wir ausgleichen, sonst müssen wir den importieren und das ist Quatsch. So, es fehlt an qualifizierten Arbeitern noch. Das waren die Führungskräfte, das waren genau die neuen qualifizierten Arbeiter in der hohen Dichte. Da können wir noch ein bisschen was dran bauen. Qualifizierte Arbeiter, hohe Dichte, Zweier mit großer Allee. So. Wir drehen mal einmal hoch. Immer noch Freistellung für Führungskräfte. Okay. Kein Problem. Was hat man denn hier? Hohe Dichte, Ungelernte. Ja, genau. Und das sind Büros. Wir machen aber hier noch mittlere Dichte. 5 mit kleiner Allee. So, da können auch jede Menge nachziehen. Oh, und es ist total am Hageln heute, den ganzen Tag schon.
Schwerindustrie sind wir im Minus? Nanu? Stimmt doch gar nicht. Produzieren wir aber nur noch 5 Token. Das ist aber komisch. Hightech-Industrie. das ist normale Industrie, Hightech, mittlere Dichte, 2-4er, einspurig, ups, ein bisschen schief geworden, so, kann noch ein bisschen Hightech-Industrie nachziehen. Warum? Und was fehlt's denn qualifizierten Arbeitern? Ja, die ziehen jetzt erst nach, ne? Und Führungskräften fehlt's auch immer noch, aber die ziehen auch nach. So, die sind ja sehr unzufrieden mit der Bildung. Wir machen immer noch 15.000, also würde ich sagen, na hier, Bildung. Wir bauen mal ein Gymnasium. Hohe Dauerkosten. Hier fehlt es auch ein bisschen an Bildung. Was haben wir denn da überhaupt? Schule. Ah, toll. Ich sehe gar nicht, was für eine Schule. Ach so, Schule. Ja, dann bauen wir ruhig noch eine Grundschule dahin. Sonst noch irgendwo welche, die meckern. Hier hinten. Dann bauen wir denen auch noch eine Mittelschule hin. So, damit sollten die ja wohl hoffentlich jetzt zufrieden sein. So, Führungskräfte. Zieht ein. Gar nicht weniger hier. Ziehen gerade recht langsam ein hier. Die Gegend gefällt denen nicht. Warum? Was haben wir denn hier? Mehrzweckstation. Wow. Nee, das ist ein bisschen teuer. Polizeirevier. Machen wir direkt neben die Schule. Dann wird die Gegend hier auch nochmal wieder ein bisschen besser. Und wie sieht es mit dem Brandschutz aus? Auch nicht so toll. Kommt auch noch einer daneben. Also wenn der nicht zufrieden sind, dann weiß ich auch nicht. Machen wir hier noch die Allee mal so runter. Und Einzelhandel, hohe Dichte. Machen wir noch so ein, zwei Gebäude hier hin. Der Rest wird dekoriert. Mit einem modernen Platz. So. Was haben wir denn? Einkaufsgalerie. Stilvolles Einkaufszentrum, Verbrauchermarkt. Die haben Einzelhandelsprobleme, okay. Ist aber auch kein Problem. Machen wir mit mittlerer Dichte.
hier ein paar Läden hin. Das dürfte jetzt gleich auch besser werden da unten. So, wie sieht's aus? Wir haben immer noch freie Stellen. Führungskräfte und qualifizierte Arbeiter. Führungskräfte sind schon voll. Also, Wohn, qualifizierte Arbeitskräfte, hohe Dichte. Zweierblock. Ne, können wir ruhig jetzt mal einen Viererblock hinmachen. So. Und Führungskräfte, mittlere Dichte. Setzen wir auch noch welche dran. So, ein bisschen über die medizinische Versorgung meckern die jetzt auch wieder. Das verstehe ich gar nicht, weil die war ja eigentlich ganz gut hier. Oh. Oder auch nicht. Klinik. Was kostet die denn? 2000. Okay. Dann bauen wir da eine Klinik hin. Und was wir uns schon lange nicht mehr gegönnt haben. Wir machen mal einen kleinen Rundgang hier. Oh, was ist hier los? Okay. Ich dachte, es läuft hier gut. Okay, so, hier. Uah, die Kamera dreht wieder so schnell. Manchmal. So. Im Bereich, wo die qualifizierten Arbeiter mit hoher Dichte. Aha. Ja, die haben noch so Geschäfte unten drin. Das ist auch alles sehr schick, ne? Alles nicht zufriedenstellend. Ja, wir müssen aber auch noch was verdienen können. Wow. Die sind wirklich riesig. Ich finde es toll, wenn man sich das hier so anguckt. Es wirkt richtig cool, finde ich. Da hier ist ja schon wieder die Hauptstraße, glaube ich, ne? Ein etwas weniger besiedeltes Gebiet. Das kennen wir ja hier alle schon. Was ist das hier? Achso, das ist unser Busbahnhof. So, wenn wir dieser Straße jetzt weiter folgen, das ist ja echt schon ganz schön groß hier. Wenn man es so von oben sieht, ist das nie so. Ah, da kommt unsere Bowlingbahn. Ja. So,
So, das müssten schon die Büros sein, oder? Ja. Huch. So. Da geht es dann auch weiter. So, hier wird es richtig. Ah, hier ist das Motel, da möchte ich aber auch nicht übernachten. Hier ist dann die richtig große Straße. Das kennen wir ja noch. So, das machen wir noch eben zu Ende. Das sind diese Wohngebiete. Für ein Gebäude. Kleines Einkaufszentrum. Ja, sieht aber verlassen aus. So, und hier kommt auch schon die Produktion. So, hier geht's zur Müllentsorgung und auch zu den Kraftwerken. Ja, wunderbar. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Cities XXL. Bis dann. Tschüss.